So, Freunde, nachdem sich der letzte Part ein wenig gezogen hat. Ein wenig wäre schön. Machen wir jetzt mal weiter und gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Cool, dass ihr reinguckt. Wie geht's euch? Ich hoffe, alles in Ordnung. Bei mir, ja. Ja, gucken wir mal, ob jetzt hier das bisschen Fahrt aufnimmt. Warst du aus dem gutmütigen C16 geworden, der die Natur und Tiere liebt? Der wurde halt geschärft, was soll ich sagen? Wer hätte gedacht, dass der jetzt auch so aus Kontrolle geraten würde? Ich definitiv nicht. Ihr müsst deswegen kein schlechtes Gewissen haben. Nichts. Wir sollten uns besser zurückziehen. Oh, ihr habt doch das C16 besiegt. Beeindruckend. Ihr seid, was macht ihr? Tja, so viel zu unserem Plan, C16 für uns zu gewinnen. Ich weiß, ich bezweifle, dass er auf dich gehört hätte. Wie dem auch sei, ihr könnt euch Jungs nicht weiter euren Ding machen lassen. Oh, okay, wir teilen jetzt auf, damit wir gegen die kämpfen. Okay, verstehe. Also jetzt. Muss mit drei Charakteren kämpfen, das meinte ich. Oh, nee, das ist ein Dreierkampf, sorry. So rum, genau. Alles klar, jetzt, Freunde. Und zwar. Ich habe meinen Boy Vegeta wieder reingeholt. Ich habe Ulgoku rausgetan. Warum? Weiß nicht, keine Ahnung. Diese Animation, die ging mir zu lang, um ehrlich zu sein. Boah, das dauert mir viel zu lange. Ich hatte einfach Bock auf Vegeta, deswegen habe ich ihn wieder reingetan. Und ansonsten halt, ja, Vegeta auch am Start. So, jetzt sehr raus mit dir. Ah, ist der Dreierkampf, Logo, stimmt. Unser Schaden wird ja zusammengefügt. Beziehungsweise machen die anderen beiden, ja, meine Verbündeten Kabra und Kabi auch Schaden. Genau, und die Kraftstufe wird auch zusammengezählt, alles klar. Aber gut, das ist der Runde 1, kennen wir. Genau. Es gibt's doch nicht, Saman. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Moment. Ne, jetzt halt, machen wir weiter. Machen wir einmal weiter, Leute. Irgendwie backt das gerade die ganze Zeit rum. Ich hoffe, das passt an den Aufnahmen. Das ist das Struggle, Freunde, wenn man was aufnimmt und beide Aufnahmen was nicht tut. Das ist, oder die Aufnahme irgendwie beschädigt ist oder so. Das ist eine Katastrophe dann verboten, ja. Aber gut, ja, was. Okay, bis jetzt geht's ja auch nicht alles. Jetzt zeigt es immer an, dass die Kodierung nicht belastet. Ich weiß nicht warum. Einfach heute so. Keiner weiß, die typische Technik. Irgendwann hat die Technik einfach keinen Bock. Technik halt durch, ich flehe dich an. So, jetzt aber. Okay. Oh je, Heldenenergie gesenkt. Alles klar, Kampfmodus-Chance. Komm ran. Oh, das mal rein einfach. So, Dele. Nee, kein Riesenmodus. Wollen wir wie immer nicht haben. Aber dafür sind alle raus. Genau, danke schön. Berserker wird hier. Ey! Hey, Sel, hey, hey! Sel, weg, Digga. So. Mal wieder schön Heldenenergie bekommen, sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir, Leute. Das sage ich euch. Ich habe gerade immer ein Auge auf den zweiten Monitor, sorry, aber da sehe ich, ob alles gerade tut oder nicht. Schadenserhöhung des Gegners aufheben. Oh nein, wieso haben das sie? Seit neuestem. Bam, komm ran. Oh, Knall. Ja, Schaden annehmen. Was, die haben gar keinen Schaden gemacht, oder? Ah, jetzt, ich dachte schon. Ja, siehst du, irgendwas stimmt gerade nicht, glaube ich. Hält mich das gerade auf jeden Fall. Keiner weiß. Kennt ihr das, wenn Sachen auf einmal nicht tun, obwohl sie tun sollten? Das ist das Schlimmste, was mir je passiert immer. Ich übertreibe jetzt natürlich, ne, aber trotzdem. Kann schon nicht sein, ey. Jetzt komm, hau sie zur Seite. Oh ne. Nein, ich wusste es. Wenn die Super Attack durchkommen, hätten wir ihn vielleicht. Ah, unsere meine Boy. Ah, jo je, jetzt braucht man es hier. Ja, her damit.
Der hat's überlebt. Das ist doch nicht dein Ernst, bitte. Wieso hat er das überlebt jetzt? Oh, es zieht sich und es zieht sich und es zieht sich. Es gibt kein Ende von dem Ziehen des Spiels. Alles wird hinausgezogen. Keiner kommt auf den Punkt. Mein Avatar zieht sich. Die Animation zieht sich. Gogeta zieht sich. In Dokkan und in Dragon Ball Heroes. Alles zieht sich, Mann. Der hat's überlebt, ey. Was haben die mit dem? Wieso ist das so tanky? Bitte, das zieht sich doch einfach nur. Lass ihn doch einfach verrecken. Der hat doch eh keine Chance. Was soll das? Ja, hier, super Energie. Rein damit. Fertig. Oh my god. Oh, ich komme gleich. Ja, jetzt zack. Ja, danke. Gut so, Lisa, Mann. Endlich! Danke, KO und ciao. So, jetzt seht, alles klar, ihnen nach. Ja! Ihnen nach, Leute. Aber schnell hier, die Gegner immer schnell besiegen. Ja, da soll sich nichts hier ziehen. Die Gegner wollen wir schnell besiegen. Bitte, danke. Gut. Oh, jetzt müssen wir uns auch noch trennen, oder wie? Sieht so aus, ja. Oh, oh, was ist hier da runter? Achso. Ah, oh, Rekuma ist verlaufen, mal wohl. Aufladungseinschlag, Herausforderung. Ja, dein Ass kannst du woanders hin zeigen. Kann man eigentlich wieder sofort rein oder nach einer bestimmten Zeit, wenn man das verliert? Kann ich ja wieder rein? Nee, kann ich nicht. Nach einer bestimmten Zeit, schätze ich mal. Ja gut, dann... Ja, aufteilen, genau. Und zwar wollen wir erstmal... Okay. Jetzt. Gegen wen oder was kämpfen wir eigentlich? Ah, okay, lol. Ja, jede Phase mit mindestens 3 Lala. Soll ich das machen? Ultraabschluss? Ich mach's einfach mal, vielleicht brauchen wir die Ultraabschlüsse, um auch weiterzukommen. Das war nämlich, glaube ich, mal in den ersten Level. In einem der ersten Level. Ja gut, let's go, gehen einfach mal raus. Vielleicht wieder wird's auch. Ja, Runde 1 zieht, glaube ich, nicht, aber egal, wir hauen die einfach mal raus. Oh, meine Augen, ey. Keiner weiß, trocknen, glaube ich, langsam aus. Ja, wenn ihr so lange vor dem PC seid, Freunde oder so, dann macht auch ruhig mal Pause, ne? Weil wenn die Augen austrocknen, ist auch ein bisschen, ja, ist nicht so ein schönes Gefühl, sag ich mal. Ab und zu auch einfach selbstständig blinzeln, so schön trainieren, zack, 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 wieder Feuchtigkeit drauf. Nee, aber verdammt, siehst du, und dann gewinnt man halt die Einschläge nicht, wenn die Augen ausgetrocknet sind. Oh, die haben alle das Schadenserhöhung aufheben. Das ist überhaupt nicht gut. Oh. Ah, wir haben gut Schaden gemacht bis jetzt. Auf jeden Fall. Sehr schön. Gut. In der Zeitrunde haben wir den. Easy. Ja, jetzt am Angreifen, was bringt das? Ich hab grad übel Bedenken, wenn jede Szene zeigt, man jede Kampfszene, dass es laggt. Was soll denn das, bitte? Auf einmal, einfach seit heute. Hey. Bitte, lassen Sie das. Ja, mit solchen Problemen schleichen darum. Genau das. Ja, komm. Nein, kein Riesenmodus.
Einfach nur eskalieren, das ist mein Modus. Kein diesen Modus, gar nichts. Rausgehen, eskalieren Modus. So. So. Ach was, bitte. Bitte. Komm. Bitte nicht Runde 3. Yes. Sehr gut. Wichtig, wichtig. Nice. Gut. Raus mit dir, komm bitte. Bam, bam, bam. Brrr. Raus mit euch. KO. Alles klar, so, jetzt wie geht's denn hier weiter an der Stelle? Es lädt, ja, das wissen wir. Aber, achso, es geht einfach weiter. Oh, warte mal. Ja, komm, hau ab, du. Soll ich erstmal. Ja, ich muss sowieso im Endeffekt beide machen, wahrscheinlich, um hier da durchzukommen. So, ich habe gerade echt Bedenken. Nee, das irgendwie, wie gesagt, zeigt mir in jeder Szene an, dass es lädt. Warte mal, liegt's an der Facecam oder was heute? Hallo, wo bin ich? Ich mach mal ganz kurz einen Test, Leute. Ich bin natürlich noch da. Machen wir kurz die Facecam aus und dann gucken wir mal, wie das Ganze. Jawohl, das ist eigentlich immer noch. Also halt angeschaltet ist meine Face eigentlich immer noch, aber es ist halt nicht mehr sichtbar. Mal gucken mal ganz kurz, ob es das was ausmacht. Aber es ist ja halt neu, weil eigentlich haben es ja immer benutzt, so wie, weißt du, was ich meine? Das ist so komisch, Freunde. Wenn es auf die Technik kommt, oh je. Dann kann halt, ich weiß nicht, ey, das ist so komisch, wenn sowas passiert. Naja, also bis jetzt sieht alles gut aus, aber bei den Kampfszenen hat es mehr oder weniger immer ein bisschen mehr angezeigt, als die Kodierung überlastet. Und, weil ich hab schon ein bisschen gemerkt, dass die Facecam, die war nicht so flüssig. Ah ne, okay, da rein nichts sicher, ich seh's ja immer noch. Oh mein Gott, holen wir den Ozaru mal wieder zurück? Gleich, wenn wir ganz kurz gucken. Lass uns mal in der Runde 2 aktivieren dann. Nee, okay. Ey, ich hoffe, dass das jetzt. Oh nee, bitte nicht. Bitte lassen Sie das. Super Saiyan Todesbombe. Ja. Oh Mann, ja. Bam. Ups, da hat mein Mikrofon angeschlagen. Oh Mann, was ist denn das? Ich hasse es wirklich. Oh, Mirakel. Das hasse ich nicht. Aber ich darf ja eh nur, also von daher. Naja, so. Verfolgerchance, ja. Verfolg die mal, komm. Wo du mal ein paar Stones-Verzlöcherungen kannst. Jetzt aber Runde. Ah, nein. Die tun die Schadenserhöhung eh senken, ne? Oder verhindern. Bis jetzt war es immer so. Ich würde ja gerne liebend gern zum Beispiel jetzt in dem Kapitel einfach, weil ich weiß, dass die Gegner meine Schadenserhöhung verhindern. Einfach liebend gern immer andere Teams spielen und mich darauf anpassen, aber dann weiß ich halt nicht, was ich zeigen darf und was nicht. So bist du schon belastend ein bisschen immer auch. Aber ja, was soll's. Hauptsache wir kriegen das durch. Also, ohne Claims, sag ich mal. Genau. Aber gut. Blau. Jetzt. So. 30.000 Kraftstufe. Genau das will ich sehen. Aua. Ist jetzt. So, jetzt tun wir es verhindern. Ja. Ja, tatsächlich. Ja, weiß Gott.
Oh, GG, echt, das kann sich echt ziehen wegen dem. Aber. Nein! 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 Oh Mann, ey! So. I don't wanna know! Das gibt's doch nicht! Ja, mit dem wichtig mal ein Perfekt schaffen, der macht eh keinen Schaden, ey. Das Wichtige wäre bei den anderen Charakteren gewesen. Vor allem bei den Berserkern. Ja, okay, der hat gut schon gemacht. Okay, ich nehme alles zurück, ciao. Jetzt gibt's immer auch hier Peng Peng. Genau. Aber jetzt die Legende von genau das. Wieso? Ja! Garden Faust, genau das. Oh Mann, das zieht sich jetzt auf 103 sicherlich. Trotz Doppelmodus und was weiß ich für ein Modus. Alles rigged. Komm ran mit Vegeta. Genau das hält für 1. Doppelangriff bereit. Ja, aufgeladen. Und da hoch. Ups, dann, lol. Hä? Was geht jetzt ab? Oh. Lol. The Legend of Zin. Alles zieht sich, es zieht sich, alles zieht sich. Und ich weiß warum. Und ich weiß warum. Es zieht sich nicht nur, es leckt auch noch. Und ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht warum. Oh Mann. Oh Jemini. I don't wanna know. Somebody's done it. Bitte. Leute, was ist denn hier los? Jetzt kriegen wir noch einen Superangriff. Ins Gesicht, aua. Oh. Au. Oh nein, halt, stopp. Oh nein, bitte nicht. Leute, schau da schon los, ey. Was war das? Hä? Einer von ihr hat sowas wie Uiguku, wie es aussieht. Ich weiß, der Vegeta, ich glaube schon. Von der 3, glaube ich. Guck mal. Schauen wir mal. Ah ne, ich selbst hab das. Da oben sind die graue Kapsel. Was habe ich meinem Avatar gegeben, dass er das hat? Jetzt bin ich drauf gespannt. Ich hab's total vergessen. Ah, der beschwört auch Goku Blue. Das ist das, ne? Ja, genau. Komm mal ran, Goku. Hier, komm mal ran. Open the gates. GG. Mach deinen Angriff von G, komm. Endlich. Ja, kam er mehr. Wer hätte es gewusst? So viel Show für so wenig Schaden. Oh mein Gott. Aua! Bitte besieg diesen Gegner. Ich flehe dich an, Vegeta. Gib ihn einen Hieb und gut ist. Dankeschön. Und. Ja, jetzt haben wir auch die Super angefangen. Overkill! Sehr schön. Endlich KO raus. So, Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Zumindest mal vorerst für diesen Part. Im nächsten Part müssen wir weiter mit unserem Boy hier weitermachen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.